Hallo und willkommen zurück, ihr Lieben, bei einer neuen Runde City Skylines. Wir spielen weiter in unserer kleinen verschneiten Stadt. Und wir waren hier drüben in unserem neuen Gebiet. Hier nur Hochhäuser, nur einfach. Boah, Wohnsiedlung. Richtig, richtig. Eigentlich unschön. So, wir brauchen ein bisschen mehr Industrie. Ihr braucht Wasser. Warum braucht ihr Wasser? Weil ihr kein Wasser habt. Gut zu wissen. Jetzt habt ihr Wasser. Hier ist Kriminalität. Was sagt denn die Polizei? Hier haben wir Polizei, dort ist Polizei, hier ist Polizei. Eigentlich sieht es gut aus. Bauen wir hinten noch eine kleine Polizei mit rein? Die bauen wir so hier mit rein. Und dann wollte ich ja hier eigentlich meine Straßenbahn verbinden. Dass die noch in die andere Ecke mitfährt. Wo haben wir denn jetzt überall Straßenbahnen? Gucken wir mal schnell. So, hier fährt Straßenbahn. Kann ich die allein hier auswählen? Straßenbahnlinie 1, Straßenlinie 2, die müsste ich mal unterschiedlich farblich machen. So. Und so, okay. Nein, nicht okay. Escape darf man nicht drücken. So, die eine fährt hier hinten lang. Hier ist mein Zug. So, da kann ich eigentlich die Straßenbahnlinie hier lang fahren lassen. Das heißt, wir brauchen die mit der Straßenbahn zum Upgraden. So. Da ich mal geguckt, ob es noch irgendwelche schön... Warum geht es nicht? Keine Verbesserung dieses Typs möglich. Ach, ist da schon Straßenbahn? Da ist schon Straßenbahn. Ah, alles schick. Hier auch. Hier nicht, ne? So, ob ich jetzt hier unten die, ist das jetzt unten Straßenbahn? Müsste eigentlich. Sehen wir ja dann. Hier könnten sie eine kleine Runde eigentlich fahren. Dann bauen wir hier noch eine Straße mit hin. Ich habe gedacht, ich habe mal nach Mods geguckt. Gibt es schöne Verkehrsmods, wo ich dann den Verkehr ordentlich planen kann. Vielleicht werde ich mir da mal eine runterladen demnächst. Um die Kreuzungen zu bearbeiten, dass man wirklich dann alles, der Ort ist bereits belegt. Von was ist denn dieser Ort belegt? Das geht doch gar nicht. Dann createn wir das erstmal ab. So, und jetzt müsste es vielleicht gehen. Kann man den Verkehr komplett planen. Warum geht's nur nach da? Ich will nach da. Das gibt's doch nicht. So, jetzt müsste es funktionieren. Ja. Jetzt geht's. Hier könnte ich dann wieder runtergraden. Sehr schön. Das gleiche nicht hier. Ich sehe ja gar keine. Jetzt sehe ich hier welche. Also hier ist auf jeden Fall Straßenbahn. Hier ist Straßenbahn. Hier ist Straßenbahn. Da ist keine. Da ist keine. Das Stückchen kann ich wieder runtergraden. So. Downgraden. Hier ist Straßenbahn. Und da ist Straßenbahn. Und hier ist natürlich Verkehr. So, jetzt ist die Runde fertig. Ne, die haben wir noch nicht fertig. Also hier lang und dann wieder hier zurück. Hier Neustadt, ne? Einfach nur Blöcke, weil muss nicht schön sein. Und dann setzen wir... Oh, falsches Display. Dann setzen wir Straßenbahnhaltestellen. Eine neue Linie hinzufügen. Die fährt hier hinten einfach eine Runde, ne? Zack, zack. Hält dann hier und hier und hier und dort. Keine Haltestelle. Ah, da muss ich doch upgraden. Ach, das ist immer schwierig zu treffen. Ich möchte upgraden. Keine Verbesserung. Keine Verbesserung dieses Typs möglich. Ist da jetzt... Ich komme da aber nicht hin. Ja, gucken wir mal. Erwischt sie jetzt. Irgendwie. Machen wir Bild runter.
Bild hoch, geht nicht. Keine Verbesserung möglich. Machen wir kurz Pause. Und reiß einfach nochmal diesen Tunnel ab. Jetzt der komplette Tunnel weg. Schauen wir mal. So. Bild nach unten. Ort ist bereits belegt. Ja, da ist nämlich noch Straße und die möchte ich auch wegreißen. Hallo, wie kriege ich jetzt die Straße weg? Gar nicht. Jetzt sehe ich sie. Jetzt kann ich es aber, wenn ich es upgrade. Ah, jetzt auf immer, ne? Jetzt komme ich ran. Ja, okay. Das ist schon ein bisschen komisch jetzt, warum ich jetzt immer ankomme und vorher nicht. So. Und dann klappt es auch mit der Straßenbahn. Wo waren wir jetzt? Wir waren bei der Straßenbahn. Da sind wir. Dann können wir die eigentlich... Die können ja da bleiben. Jetzt eine neue Haltestelle. Hier hin. Was lasse ich denn die von einer riesen Runde fahren? Dahin. Dort. Ah, die kann ruhig mal eine große Runde fahren. Und dann eigentlich wieder, wo ist der Stopppunkt? Dahin. So, haben wir noch eine Straßenbahnlinie, die die Altstadt mit der Neustadt verbindet. Sehr schön. Hier sind Häuser nicht mehr benötigt. Weg damit. Hier sieht es gut aus im Nachtleben. Die Stadt wächst auch. Hier haben wir das Straßendepot. Das brauche ich ja nicht. Aber ich könnte noch so ein Schneedepot brauchen. Weil ich habe 3 Stück, das müsste eigentlich reichen. So, wir brauchen noch viel mehr Industrie. Dann bauen wir noch ein bisschen Industrie. Wir können theoretisch unsere Holzproduktion noch mal ausweiten. So, nicht genügend Rohstoffe. Es fehlt Rohstoff. Müllberge haben die, okay. Aber Müll wird ja eigentlich abgeholt. Schnittholz, wir brauchen mehr Schnittholz. Dann bauen wir davon noch ein bisschen. Was war das jetzt hier? Müllverbrennung, Recyclingzentrum, schwimmender Müllsammler. So. Ein mittlerer. An der Straße. Ist doch hier ist Straße. Hallo? Straße? Da. 6800, 7004, 7040. Hier hinten wären 8000. Machen wir die Straße noch ein bisschen länger. Und setzen hier hinten ein paar größere hin. Mit 8000 Einheiten. Das ist okay. Hier waren auch 8000, aber da muss ich erst diesen Stein hier wegreißen. Wie mir scheint. Nein. Neben der Straße, hier ist aber Straße. Da ist Straße. Verbinde es. Jetzt geht's. Das Spiel will mich heute verarschen. 7, 7, 7, 8. Hier passt keine mehr rein. Naja, nicht schlimm. Habt ihr genug Arbeiter? 20 von 20. 1 von 40. Kein Wasser. Das können wir natürlich wie immer ändern. So. Nein, ich will Wasserleitungen bauen. Danke. So, Warmwasser ist vorhanden. Hier ist auch Warmwasser vorhanden. Ziehen wir noch ein bisschen weiter. Können wir noch ein bisschen Gewerbe mehr bauen? Wie sieht es denn da aus? Hier haben wir Gewerbe. Das sind Büros. Büros. Wir können noch einen kleinen Bürokomplex bauen. Hier noch ein paar Büros mit hin. Das Viertel erweitern. Ja, das sieht dann nicht so geil aus. Scheißegal. So, hier die wilde Verkehrsführung.
Die würde ich dann ändern wollen. Weil dann kann man das mit den, mit der Mod einstellen, dass es wirklich hier nur runter geht, dass die Spur dahin und die Spur dahin. Kann man direkt Spuren zuordnen. Das ist richtig, richtig schön. Oh, hier muss ich wieder alles verbessern. Hier machen wir jetzt mal das hin. Das mache ich weg. Hallo, das mache ich weg. Und jetzt dann das noch wieder hin. Machen wir ein bisschen dicht besiedelt. Ich jetzt hier dicht besiedelt, das weiß ich gar nicht. So. Ein bisschen größeres Gewerbe, können wir noch ein paar Wohnungen hinsetzen. So, haben wir das auch. Boah, diese Blöcke, die sind ja riesig, ey. Bisschen Speed hoch, damit man ein bisschen Veränderung sieht. Wir brauchen immer mehr Industrie. Ihr braucht Wasser. Ja, da ist kein Wasser. Sorry. Ist ein bisschen chaotisch mit Wasser. Boah, die Industrie ist einfach nur schmutzig. Was sagt denn die Schulbildung? Grundschule, da haben wir Kapazität 1300 und 1400 sind berechtigt. Oberschule, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Oberschule. Oberschule. Machen wir hier noch eine hin. Hier noch eine Oberschule mit hin. Grundschulen haben wir hier, haben wir dort. Hier hinten machen wir noch eine Grundschule mit hin. Machen wir eine freie Schule, aber die ist groß. Oberschule, Universität, Institut. Wir machen noch eine kleine, feine Grundschule mit hin. Müllberge haben wir immer noch. Wird aber langsam theoretisch leerer. Ich habe drei Müllverbrennungsanlagen. Oder zwei. Zwei erst. Da müsste was weggehen an Müll. So, verkehrstechnisch. Der normale Verkehr bitte. Der ist hier. Geht's eigentlich. Wie gesagt, hier das werde ich mir annehmen. Oder werde ich mir erst die Mod runterladen und das hier. Hier wird natürlich fleißig ausgebaut. Die Hartschwung-Residenz. So sieht die aus. Total verschneit, man sieht nicht viel. Aber ganz okay. So, meine Reihenhaussiedlung. Ja, ne, komplett angeglichen, so wie es sein muss. Jedes Haus sieht gleich aus. So mag ich das. So, dann machen wir das gleiche hier weiter. Da, dort, dort, dort. Und hier, hier. Immer schön mehr Reihenhäuser. Hier können wir jetzt weitermachen. Da will keiner mehr wohnen anscheinend. Industriepark wächst und wächst. Wir könnten jetzt hier noch eine Straße weiterbauen. Um ein bisschen mehr Industrie noch zu bekommen. Baue ich das hier mit ein? Kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Warum kann ich denn keine Querung machen? Muss ich weiter weg sein? Ich krieg keine Querung hin. So wie ich es eigentlich haben wollte. Naja, dann bauen wir hier weiter Industrie. Hier kann ich Industrie bauen? Da kann ich bauen. Tja, warum die hier langfahren, wissen sie vielleicht selber nicht. So, dann braucht ihr bestimmt Wasser. Wasser kriegt ihr sofort. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's auch okay aus. Die wachsen schön gemütlich. Das sind Dienstleistungen. Dicht gesiedeltes Bewerber. Das ist ein Bürogebiet. Okay. Wir könnten noch ein paar mehr Büros gebrauchen. Bauen wir hier noch... Ne, hier kommen sie schlecht hin. Bauen wir hier noch Büros mit hin. Hier können wir noch einen kleinen Park mit reinsetzen. Zack, kleiner Park. Nochmal alles verändert kurz. Die Wohngebiete bleiben aber theoretisch gleich. Ja, das passt. Hier können wir noch mit Wohnungen hin. Neben der Universität ist immer gut.
So, und die Straßen müssten wir eigentlich auch noch mehr ausbauen, weil hier kommen jetzt bestimmt gleich so viele Leute nachher hin. Im Normalbetrieb, das passt, hier fehlt noch wieder Wasser. So, Wasser ist da. Wie sieht es aus mit der Feuerwehr überhaupt? Feuerwehr sieht recht okay aus. Hier im Industriegebiet bräuchten wir noch eine. Der Ort ist besetzt, dann nehmen wir hier die Feuerwehr noch hin. Mein Budget haben wir eigentlich total zu viel. Und ich könnte jetzt hier raushauen ohne Ende. Das ist alles so mittelbesiedelt, das können wir alles jetzt höher noch setzen. So, alles upgraden. Das mal das erst wieder umändern muss, ist halt echt nervig. Dass das nicht so bleiben kann. Dass es dann sozusagen aus dem dünn besiedelten zu den dicht besiedelten wird, das geht halt echt nicht. Das ist halt echt eigentlich ein bisschen schade. Aber da ich mich ja schon genug drüber, ne, aufgeregt. Hier können wir noch was hinsetzen. So, ein paar Häuser noch. Ne, brauchen wir eigentlich. Wir brauchen Industrie. Industrie 4.0. Was kommt hier hin? Ein Copyshop. Die kopieren alles mit 3D-Drucker. Die umweltfreundliche Firma. Sehr gut. Wir brauchen viel, viel mehr Industrie, ey. Boah, ist das Wahnsinn. Was ist hier los? Kein Strom. Mehrere Probleme, kein Strom. Kurz Pause. Wir brauchen mehr Strom. Solar haben wir noch nicht. Was ist das? Ein Geothermiekraftwerk. Ein Aufwind-Solarturm. Den können wir auch noch nicht nutzen. Wir bauen erstmal noch ein paar davon. So. Dann müssten wir wieder Strom haben. Habt ihr jetzt Strom oder habe ich hier was abgekappt? Nein, eigentlich nicht. Nicht genügend Wärme. Okay, wir brauchen noch Wärme. Dann müssen wir noch einen Geothermie bauen. So, hier haben wir eine Kesselstation. Ja, die ist ja nicht so toll, Kesselstation. Wir bauen noch eine Wärmeanlage mit dran. Müssen wir natürlich noch verbinden. So, die ist verbunden. Wie sieht es aus mit dem Abwasser? Das ist hier so abwassertechnisch. Abwasser ist okay, Wasser ist okay. Da haben wir noch ein bisschen Platz, Strom haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Heizung müsste jetzt auch gleich kommen. Gesundheitstechnisch, wie sieht es da aus? Kapazitäten, okay. Durchschnittliche Gesundheit ist 85%. Das ist sehr gut. Was sagt denn der Friedhof eigentlich? Hier haben wir noch ein Krematorium. Haben wir das schon? Wir haben zwei Friedhöfe. Sauna haben wir. Sind das alles Saunen? Nee, das sind keine Saunen. Haben wir denn hier noch einen Yoga-Garten, den können wir noch bauen. Können die Leute ein bisschen Yoga betreiben. Hier fehlt ein bisschen was. Wie gesagt, ein Krematorium brauchen wir noch. Das kommt direkt neben dem Friedhof, zwei Stück. Da brennt's. Gucken wir mal direkt hin vor Ort. Feuerwehr ist schon da, so muss es sein. Und da wird auch schon gelöscht. Feuer wieder weg. Sehr gut. So, wir wollten jetzt noch ein bisschen noch mehr Industrie bauen. Hilft ja alles nichts. Ihr fahrt hier schön im Kreis, so muss es sein. Gelände zu steil. So, hier kommen wir wieder runter. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen mehr Straße mit hin. Und bauen noch mehr Industrie. Dass es da nichts weiter gibt, da gibt es nur das Gebiet. So.
So, dann müsste da eigentlich Industrie, also alles haben, wassertechnisch. Die Brücke, können wir die denn upgraden? Ist die denn schon? Die ist schon, ne? Weil sieht halt zu eng aus. Aber das ist anscheinend... Ne, das passt schon, okay. Und ihr dreht da hinten immer nur, oder was? Schade, dass ich hier nicht sehe, wie viel dahin mitfahren. Oder das kann ich doch bestimmt noch irgendwo, kann ich das doch sehen. Das sind die Naturrohstoffe. Hier haben wir halt einen Haufen zum Anbauen. Aber ich weiß halt nicht, im Winter und Anbauen. Also, ne, Felder. Das passt nicht so richtig. So, wir brauchen immer noch mehr Industrie. Oh, die kommt ja jetzt. Da ist es schon. Die Eiswürfelfabrik. Und wie angegossen GmbH, die kennen wir doch noch von früher. Da kommen sie wieder. Nicht upgraden. Wir bauen hier noch ein bisschen weiter. Da könntet ihr eigentlich schon eure eigene Auffahrt bekommen. Oder Abfahrt. Da werde ich nochmal so eine russische bauen hier wie hier, ne? So schöner Kreisel. Die werde ich demnächst nochmal schön ordentlich anpassen, dass es so ein bisschen gleichmäßig aussieht. So, was sagt der Verkehr? Ja, die gleichen Probleme hier ein bisschen und dort ein bisschen. Hier, das war Einbahnstraße, okay. Das könnte eigentlich auch Einbahnstraße werden, da müssen wir immer so im Kreis fahren. Oh, wir brauchen mal Wasser. Das habe ich vergessen. Da habt ihr das Wasser. Brauchen immer mehr Industrie. Das gibt's doch gar nicht. Was ist mit euch los? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Aber die sind unterwegs. Wir haben eine Oberschule. Wir können mal das Schulbudget anpassen. Grundschule passt. Oberschule passt nicht. Das heißt, wir passen mal das Budget der Schulen an. Da können wir noch ein bisschen hochdrehen. Wir können hier alles ein bisschen hochdrehen. Weil wir haben genug Kohle. Ja, Industriegebiete. Ja, okay, das ist das. Das sind die einzigen Gebäude, da habe ich noch keins gebaut. Da könnte man jetzt theoretisch eins bauen. Aber gefrorener Springbrunnen, das ist ein einzigartiges. Kosten 120.000. Puh, das ist schon teuer. Setzen wir den noch hier mit dran. Okay. Na, das sieht nicht schlecht aus. Was gibt's denn hier noch Schönes? Kann ich da einmal bauen? Scheint so. Ein Sparhotel. Cool. Machen wir hier so ein kleines Gebiet nur mit. Was haben wir denn hier? Ein Transportturm. Der Transportturm ist ein großes Bürogebäude, das besonders auf die Bedürfnisse von Transportfirmen zugeschnitten ist. Anforderung Bau des Weltraumlifts. Okay. Mit dem wollte ich jetzt hier nicht hinbauen. Hier brauche ich jetzt noch Parks hin. Weil es ist ja hier ein Spar, ne? Da muss ja ein bisschen Parks rundherum sein. Gibt es nicht auch so Fußgängerwege? Es gibt nur so kleine Landstraßen.